is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Hoffnung auf die Wiederkunft. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Das zweite Kommen des Herrn war zu allen Zeiten die Hoffnung seiner wahren Nachfolger. Die Abschiedsverheißung des Heilands auf dem Ölberg, dass er wiederkommen werde, erhellte seinen Jüngern die Zukunft und erfüllte ihre Herzen mit einer Freude und Hoffnung, die weder Leid dämpfen noch Prüfung schwächen konnten. Inmitten von Leid und Verfolgung war die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus, die selige Hoffnung. Als die Christen in Thessalonich bei der Bestattung ihrer Lieben, die geholfen hatten, das Kommen des Herrn zu erleben, von Leid erfüllt waren, verwies Paulus, ihr Lehrer, sie auf die Auferstehung, die bei der Wiederkunft des Heilands stattfinden würde. Dann würden die Toten in Christus auferstehen und zusammen mit den Lebenden dem Herrn entgegengerückt werden. Und sie werden, wie er sagte, er bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Aus dem Kerker, vom Scheiterhaufen und Schafott herunter, wo Heilige und Märtyrer für die Wahrheit zeugten, vernimmt man durch die Jahrhunderte hindurch die Äußerung ihres Glaubens und ihrer Hoffnung. Von der persönlichen Auferstehung Christi und damit auch von ihrer eigenen Zeit seines Kommens überzeugt, verachteten sie den Tod und es zeigte sich, dass sie über ihn erhaben waren, sagte einer dieser Christen. Sie waren bereit, in das Grab hinabzusteigen, damit sie frei auferstünden. Sie warteten auf das Erscheinen des Herrn in den Wolken, in der Herrlichkeit des Vaters, der den Gerechten das Himmelreich bringen würde. Die Waldenser hegten den gleichen Glauben. Wycliffe erwartete in der Erscheinung des Heilandes die Hoffnung der Kirche. Luther erklärte: Ich sage mir wahrlich, der Tag des Gerichtes könne keine volle 300 Jahre mehr ausbleiben. Gott will und kann diese gottlose Welt nicht länger dulden. Der große Tag naht, an dem das Reich der Gräuel gestürzt wird. Auf dem felsigen Patmos hörte der geliebte Jünger die Verheißung: Siehe, ich komme bald. Und seine sehnsuchtsvolle Antwort: Ja, komm, Herr Jesus. The Lord is coming. Are you ready?